Erzählt eine Geschichte, dass es war eins, also vor, dass man den jüdischen Kalender, wie er heute aussieht, erfunden hat, die ursprüngliche Mitzwa war, dass jeweils am Ende des Mondmonats, circa, weil der Mondmonat ist ja, wie wir ihn von Erden aus wahrnehmen, zwischen 29 und 30 Tagen lang, so 29 Tage, noch ein bisschen Extras, und deshalb am Vorabend des 30. haben Menschen geschaut und am 30. tagsüber, ja, ist also 29 Tage vorbei, hat man ein bisschen gewartet und sind Zeugen gekommen und gesagt, gestern Abend haben wir den neuen Mond gesehen, ja, dann wusste man, wir haben einen neuen Monat. Schrödisch ist seit gestern Abend und abends hat man dann das bekannt gegeben mit Feuer, ganze Geschichte. Und wenn keine Zeugen gekommen sind, dann, dann wusste man, dass der Monat ein Tag länger ist. Und die Geschichte wird erzählt, dass Eidim gekommen sind und sie haben, Rabbi Gamliel erzählt, wir haben am Abend den Mond gesehen. Und Rabban Gamliel hat das akzeptiert. Das Problem war aber, dass man dann, man muss verstehen auch, dass rund um der Zeit, beim Vollmond, sieht man den Mond während der ganzen Nacht, glaube ich, wenn ich das richtig habe. Und beim Neumond, also Ende, gerade vor, dass der Neumond kommt und wenn der Neumond da ist, dann ist es eher tagsüber, dass der Mond zu sehen sein soll. Es ist nicht sichtbar genug, damit eben genau bei Sonnenuntergang, Sonnenaufgang kann man das noch sehen. Und der Mond war nirgends zu sehen. Und Rabbi Döse sagte, Eide Shekel, das ist eine Unmöglichkeit. Es kann nicht sein, gestern Abend haben sie den neuen Mond gesehen und heute Abend ist er nicht zu sehen. Geht nicht. Kommt Rabbi Joshua. Und er fängt an, er hat ein Problem damit, ja, er fängt an darüber zu sprechen. Und als Rabban Gamliel das gehört hat, der Benussi war, sagte er, das Radio Lechon, ich erlasse, dass du, Rabbi Yeshua, dass du mich aufsuchen kommen sollst. Das war vor Rosh Hashanah, also schon am Rosh Hashanah, ja. Rosh Hashanah tagsüber wusste man, dass er gestern Abend schon Rosh Hashanah war. Das war eine Katastrophe, da waren wir 2 Tage Rosh Hashanah, ja. Und weißt du erst nachher, ob es richtig war. Und deshalb, was entscheidet von Rosh Hashanah ist, entscheidet auch von Kippur ist. Und wir haben gesagt, du musst mich aufsuchen kommen mit deinem Stock, mit deinem Portemonnaie. Du kommst anreisen an deinem Yom Kippur, wenn ich sage, dass es nicht Yom Kippur ist. Du sagst, es ist Yom Kippur, ich sage, es ist schon der 11. Tischrei, dann musst du bei mir kommen. Und Rabbi Yeshua war entsetzt. Er muss Mechal Yom Kippur sein. Rabbi Gamliel verlangt von dem Mechal Yom Kippur zu sein. Hat er Rat gesucht. Rabbi Akiva hat ihm eine Antwort auf ihn gegeben. Die Antwort von Rabbi Akiva ist, wir kommen bald darauf zurück. Und Rabbi Dös hat ihm etwas gesagt. Und es gibt auch außerdem in anderen Quellen, dass er auch von Bnei Maseira noch weitere Rat bekommen hat. Interessant für sich. Ich möchte mich auf diesen Punkt konzentrieren, dass Rabbi Dösing gesagt hat, du kannst das Basin von einem Gamliel nicht in Frage stellen. Warum nicht? Sagt er eine Drusche. Du kannst es nicht in Frage stellen. You can't question it and say, what I did isn't right. You're saying that when you said it. Oh, I'm sorry. I gotta think of these guys too. Du kannst es nicht in Frage stellen. Warum?
Weil es gibt eine Regel, Yiftach bedürre, Shmuel bedürre. Es gibt einen Vergleich zwischen verschiedenen Schoftim. Und Yiftach, nach der Beschreibung des selben Schoftim, war nicht genau so eine Persönlichkeit, wie wir uns Shmuel vorstellen. Shmuel, Moshe, Aaron, Bechehan, Shmuel, Bechehan, Bechehan, Shmuel. Die werden. Shmuel war so groß, er wurde mit Moshe und Aaron verglichen. Yiftach, davon sagt. Sagt der Novi, dass er so Freunde hatten, die waren Anschiffe, so nicht wunderbare Leute. Die ganze Geschichte von Yiftach ist ein bisschen eine komische. Und trotzdem ja, werden sie miteinander verglichen. Wir werden beauftragt, wenn wir die schwersten Fragen haben, zum Shofet Ashayir bei Yom Mohem, zu dem Richter, dem Dein, der in deinen Tagen, in deinen Zeiten, in jenen Zeiten geben wird. Wann denn, werde ich die Leute aufsuchen, die vor 100 Jahren lebten, wo werden sie mir eine Frage beantworten, sagen die Murre, ich muss immer die Anführer der Generation betrachten, dass sie alle, die sind die Einzigen, die wir haben, sind große Moschadim. Und entsprechend sagt Rabbi Dösse, das Basin von Rabbi Gamliel ist groß wie das Basin von Moshe Rabbeinu. Du kannst es nicht in Frage stellen. Wenn du ihn in Frage stellst, dann kannst du fragen, was war, vielleicht einen Monat früher haben sie Fehler gemacht und 10 Monate früher und auch diese Entscheidung sind falsch gemacht und die andere Entscheidung und die Sache hört nicht auf. Es muss einen Prozess geben, wobei gewisse Entscheidungen nicht mehr hinterfragt werden und das ist, was Rabbi Dösse gesagt hat. Okay. Was hat Rabbi Akiva gesagt? Ich komme dazu zurück, aber Akiva sagte, das ist eine Besonderheit von Kiddush HaKodesh. Das heißt, Eile Moad Hashem, das sind die Festversammlungen Gottes. Asher Tikros Mikroi Kodesh, Eile Moad Hashem, ihr sollt ausrufen, das sind meine Feste, sagt Rabbi Akiva, Eile Moad Himelo Elu. Die einzige Feste, die ich habe, sagt Gott, sind diese Feste, die ihr ausruft. Und deshalb sagt der Akiva, dass es eine besondere Woche gibt, dass bezüglich des Kalenders in einem Besen einen Fehler macht. Und sogar, wenn, das ist die Basis unseres Kalenders heute, wenn wir absichtlich die astronomischen Fakten ein wenig missachten, wir schauen ja nicht auf den Mond und manchmal weichen wir davon ab, trotzdem ist dieser Kalender gültig. Und als Rabbi Yeshua das gehört hat, dann sagt er dem Rabbi Akiva, der jünger und im nächsten Rang war, hat ihm gesagt, Nicham Tani, du hast mich getröstet, damit kann ich weitergehen. Interessant ist, Rabbi Gamliel war auf Rabbi Yeshua empört. Aber wer war der Urheber der ursprünglichen Klage? Rabbi Dösser. Und gegen Rabbi Dösser hat Rabbi keine Klagen gehabt. Warum hat er sich den zweiten, der sich damit beschäftigt hat, den hat er sich angetan. Aber den ersten, den ist es ihm egal. Diese Frage wird von verschiedenen Forschern gestellt. Es gibt sogar einen Vorschlag, dass Rabbi Dösser war einfach eine zu große Persönlichkeit. Möglicherweise gibt es einen Vorschlag, der zurückgewiesen wird von manchen Forschern, dass er vielleicht der Aufbeistin war, also zweite Person Ranghöhe nach dem Nossi, nach Rabbi Gamliel. Ja, und deshalb wollte Rabbi Gamliel mit ihm nicht anfangen. Das ist schwer in Stand zu halten aus verschiedenen Gründen. Und ich möchte ihr vorschlagen Folgendes, weil das sagt uns etwas über wie man lernt. Rabbi Dösser hat gemerkt, es gibt ein Problem. Hat er gesagt, diese Zeugen sind Lügner. Die behaupten gestern Abend den Mond gesehen zu haben, heute Abend sehen wir keinen Mond. Sind Lügner. Rabbi Dösser hat das gesagt. Und dabei ist er geblieben. Rabbi Yeshua hat diese Information genommen und gesagt, und immer so einen anderen Tag. Was ist die große Differenz zwischen den beiden? Rabbi Dösser kommt und stellt eine Frage. Er stellt eine sehr schwerwiegende Frage. Nicht leicht zu beantworten. Er stellt nur eine Frage. Rabbi Yeshua nimmt diese Frage und er schließt daraus, dass ganz klar Israel an einem bestimmten Tag Rosh Hashanah und Yom Kippur führt und er wird es anders vorschlagen. Das ist die Differenz zwischen jemandem, der große Fragen hat, der sich damit auseinandersetzen will, aber der Respekt hat für, wie man die Dinge tut, und jemand, der einfach, ich habe Gott verhüllt, ich spreche mal Rabbi Yeshua, von einem von den Gedolli Israel, war vor einer Weile, war er noch sehr, aber der bereit ist, auch im Porzellanladen mal was zu brechen, weil es richtig sein muss. Ja? Aber manchmal ist das Richtige nicht so richtig. Man muss manchmal wissen, wie Fragen zu stellen, ohne sie direkt als Anlass zu nehmen, um alles in den Kopf zu stellen.
Eine Frage heißt, jetzt muss ich lernen. Auf dem Kopf stellen heißt, es geht mir gar nicht an, dass die anderen denken. Und er spricht ja nicht von irgendwen jemandem, wir sprechen von einem Gamliel. Wir sprechen nicht nur von einem Gamliel, sondern von seinem ganzen Basin. Und deshalb, eine Möglichkeit ist, dass Rabbi Gamliel gegen Rabbi Joshua reagiert hat, weil der eigentlich den ganzen Basin in Frage gestellt hat. Er hat das alles, wie heißt es, eigentlich ein Loch unter dem gebohrt, einen Teppich rausgezogen. Das ist gefährlich. Was Rabbi Dörse gemacht hat, ist eine schwerwiegende Frage zu stellen. Du hast eine schwerwiegende Frage, man muss sie ernst nehmen. Man kann sie nicht ignorieren. Man nimmt sich die Zeit, man schaut sie an, man lernt. Aber das ganze Gebinde dann zu stören, ist nicht nur nicht erwünscht, das reicht damit, dass Rabbi Gamliel dann sagt, jetzt musst du es wieder gut machen. Wie machst du es wieder gut? Dass du anerkennen kommst, dass der Zack vom Besen richtig ist. So. Und jetzt gehen wir mal zu Ende von der Masechte. Am Ende der Masechte wird gelehrt, Rabbi Gamliel sagte, dass der Shaliach Zibur, wenn er Shmon Esre wiederholt, dass er nicht nur jene Leute Motzi sind, ist, die im Minyan sind, sondern auch Menschen, die außerhalb von Schil sind. Sie haben nichts gehört, sie sind jetzt. Die Kohanim übrigens. Birkas Kohanim, Menschen, die Menschen. Und auch die Leute, die draußen sind, werden gesegnet. Was ist? Sagt die Gemur, die Mose sich damit auseinander und schließt die folgende Sache, die letzten zwei Zeilen. Ja. Also Rubin, als Rubin kam, Omer Rabbi Jakob war Ide, Omer Rabbi Shimon Chassid, der Name von Rabbi Jakob war Ide, der im Namen von Rabbi Shimon Chassid berichtet hat. Lo patar Rabban Gamliel ela Amshe Besadot. Die Menschen, die in der Stadt sind, die eine Möglichkeit hat, in die Synagoge zu sein, zu kommen, sind nicht jetzt. Kein Segen. Für jemanden, der sagt, ne, schön, wir haben der Minion, der Ruf ist dort, der Schamm ist, der Kassen, noch drei Kölnchen geladen, noch ein paar andere Leute, es reicht, die machen es für mich. Für so einen Abstand Bedienungsjudentum ist man nicht nützlich. Aber Menschen, die weit weg sind, sie haben keine andere Wahl, ja, in diesem Fall, am Shebesadot, das Volk auf dem Feld, die sind jetzt. Meint aber warum? Mishum der Anisse. Sie haben ein Onnes. Sie können nicht anders. Und warum sind sie ein Onnes? Weil sie das Werk verrichten. Sie haben eine Arbeit. Die Arbeit in sich, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein ganz gutes Gefühl, das zu sehen, weil ich muss leider wegen Geschäftsreisen auch manchmal nicht in dieser Situation befinden. Hat etwas Gutes zu sagen. Aber bei ihre Lo, wer in der Stadt ist, aber hat die Möglichkeit, ein Schild zu kommen und kommt nicht. Damit ist er nicht zu essen. Also wir uns immer bemühen, zu allen Minionen zu kommen, wenn man mal alles ist, man ist irgendwo verreist, dann kommt Rabbi Gamliel zu unserer Hilfe. Hadrin aloch yomtov, slikelo masech, so schön, 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 hadrin aloch yomtov, slikelo mit zu sagen, wir dann hili bis wir noch gekehrt haben, wir wasch. Weil dann noch nicht gedacht haben, so noch hat war dann noch gekehrt haben, und dann ist er dabei. Mal wir nach von der Quadern noch sehen. Sie samt doch halt kennen wir schon mit Samidrosh. Sie samt doch halt kennen mit können wir schon bei der Erde. Und das samt doch halt kennen wir schon können, schon maschinen mit maschinen und maschinen. Der Besser wird maschinen mit dort teilen, und nur mit Mamel und allem, und nur mit dem Kamskar, mit Mamel, mit dem Kamskar. Und wenn keine Mabo, wenn Rotzen mit dem Schach, schneller warten und heben Rieden, zu Rieden, wenn der Schach hast, anschauen wir immer. Wenn ihr das begehrt, war nie auf der Wort. Wie muss man von der Frage neu, Eloi, gerade wieder sagen. Die Schäme, die Schäme, die Schäme, die Schäme, die Schäme, die Schäme, die Schäme. Kein Tazreinu! Das ist das Zettel, das wir machen, und 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 das ist das Zettel, das wir machen, und
ולקיימס כל דברי שלנו לפסח כבר, ובזכוס כל התלויים והמלכויים והצלמים, והכל הם ימלום ומזרענו, שזה סורים שעשו מבינו, ומזרענו, וזה רזרענו עד אדם. וסיסקיים בונו, ויסלח לכל תם כל הסוף, ונראה לו לסוף, ובשוח וחודש לא יכול לאכול, והקיצור סיגי תסלחה, וכיבי ימרי מלך ויעשים לכל שבו לכם, עורך ימי ממינו, ושאולי 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 את אדוני, זו מתן אדוני יבורך, אסמם ושאולי, נסגדל, נסגדש, שמי רבו.